Da bin ich wieder zurück. So, wir waren dabei, das hier mal runter zu machen. Komplett, damit wir im Notfall damit einsteigen können. Oder? Achso, noch weiter. Ist auch noch voll früh. Bin da schon so früh aufgestanden. In Ruhe Kaffee gemacht und gefrühstückt. Ey. Und dann irgendwie jetzt angefangen aufzunehmen. Jetzt ist so kurz nach 8. Morgens. Abends gerade erst aufgestanden, ist der Frühstück und so. Genau, jetzt holen wir uns mal hier wieder das Kästchen. Den Schlüssel haben wir immer noch. Okay, das ist ja gut. Ah, jetzt leuchtet es auch auf. Ah, verstehe. Sollte vorher gar nicht gehen. Viel zu oft schon gemacht, ne? Beiboot. Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Na jetzt? Sag mal, Nuri. Nee, Nuri soll nicht aus dem Boot aussteigen. Bin gleich zurück. Sie sollte lieber mal bleiben. So, jetzt muss ich irgendwie mal gucken. Gibt es neue Optionen hier? Kann man den noch irgendwas fragen? Mal gucken. Wenn Gorm das Prisma findet, bin ich tot. Achso, deswegen darf ich hier nicht rauf, okay. Achso, wir brauchen noch immer noch einen Kompass. Haha. Vielleicht kriegen wir den ja von diesen Jade, wie hieß er? Jarl? Wie heißt der Kackvogel? Jarl. Brauchst du was? Ja, einen Kompass. Oh. Bis später. Gib auf deinen Rücken acht. Ah, wartet mal. Ah, Mann. Ich hab da so eine Idee. Habt ihr das auch gerade, wo ich da drüber bin? Was war das? Da nicht. Das wäre doch aber. Das wäre richtig gut eigentlich. Nein, was soll das auch bringen? Na, verstecken. Vielleicht können wir das jetzt eigentlich aufmachen? Leer. Aber schönes Holz. Was? Leer? Ach so. Ich wollte ja auch das Prisma da reinstecken. Hatte schon bessere Einfälle. Warum denn? Oh. Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. Können wir das ihm geben? Nee. Hierhin auch nicht da. Können wir geben. Das ist doch blöd. Jetzt weiß ich wieder nicht weiter. Ich behalte den Diebstahl besser für mich. Das Prisma passt genau hinein. Hat er das rausgeholt gehabt? Geht das jetzt zusammen da? Nein, was soll das auch bringen? Warte mal, vielleicht. Ich habe es, aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ach, so können wir auch wieder damit rauf. Das geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hier geht nicht. Bandagen brauchen wir nicht. Da muss ich irgendwie weiter am Boot irgendwas tüdeln, wa? Auf Globe schon.
wie stelle ich das denn jetzt am besten an? Den frage ich nochmal. Fährmann? Huh? Er ist echt wunderschön. Einfach. Er sieht ein bisschen aus wie die Haller vorn, finde ich. Leihst du mir deine Angel? Ach, stell ich doch nicht so an. Es kann losgehen. Ach was. Komm, Nori, wir fahren los. Aha. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Ah, das ist der Kompass. Ich verstehe. Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Na super. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Oh, jetzt. Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll. Als würden bald all meine Träume wahr werden. Oh, weia. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Na klar. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Oh, oh weia. Geron? Hm? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie... Wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Coole Scheiße. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Liebesbund? Was? Und, ich bin überrumpelt. Überrumpelt, schönes Wortspiel. Sehr guter Let's Player, sehr guter, ja. Oh, was machen wir denn? Annehmen? Nuri, endlich die Wahrheit sagen, ablehnen. Oh nein, ich nehm's an, ich will. Nuri, was auch immer passiert. Oh nein. Du vertraust mir, richtig? Oh nein. Mhm. Oh nein. Guck, was sie machen. Knutschi, knutschi, knutschi. Aha. Oh weia. Das passt ja. Oh weia. Frauenversteher, meine Güte. Oh oh, was passiert? Rabe. Oh nein. Psst, der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Oh nein. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr?
Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Auweia. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Auweia. Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Auweia. Das ist nicht gut, Leute, das ist nicht gut. Geron, welche Farbe hat Fanglaris Himmel nochmal? Na, grün. Fanglaris Himmel ist grün wie die Weiden im Sommer und die Sterne funkeln den ganzen Tag über. Grün, so war's. Auweia. Ich will's nochmal probieren. Wie hieß dieses seltsame Tier gleich noch? Ah, okay. Regenbogenbiber, Nori. Regenbogenbiber. Richtig. Regenbogenbiber. Auweia. Ich glaube, sie ahnt was. Egal, jetzt, bevor wir hier weitermachen. Ja, okay, cool. Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie automatisch geguckt. Hätte man ja auch erstmal so. Ein paar Sachen sieht man ja. So. Da ist das Boot, das Nori. Irgendwas war noch hier, ne? Ach, da. Hilfst du mir, den Karren aus dem Schlamm zu ziehen? Wozu denn? Auch wieder wahr. Ist da noch ganz? Na, dann können wir mal gucken. Axt. Zack. Bump. Mit einem Schlag. Na klar. So. Da. Zack. Schon haben wir unser Paddel. Und jetzt quatsche ich sie aber nochmal an. Woraus war nochmal der Turm der Prinzessin von Fanglari? Oh, ich weiß es, aber ich antworte jetzt anders. Oh, oder? Oh Mann. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz. Wie schön. Ob sie uns eine Audienz gewährt? Ganz bestimmt. Auweia. Das Boot sieht noch gut aus. Findest du? Nein, du hast recht. Hä? Ich hab gedacht... Warte mal. Die herausgebrochenen Planken liegen noch im Boot. Das lässt sich noch alles richten. Ja, dann können wir doch vielleicht... So. Wenn ich jetzt deine Zauberkraft habe, wünsche ich mir einfach die Löcher weg. Es hat geklappt. Siehst du? Wunderbar. Fehlt nur noch ein Paddel. Hab ich doch. Paddel. Zack. Auf nach Fanglari. Auweia. Ich habe mich nicht getraut, was Falsches anzuklicken. Auweia. Was ist hier? Ja, das werden wir gleich... Ach du Scheiße, das sieht ja... Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus. Was haben wir denn hier eigentlich... Warum haben wir denn jetzt so wenig Sachen? Warum haben wir den Eimer nicht mehr? Warum haben wir die Kiste nicht mehr? Und so? Das frage ich mich.
Hier, Seil. Komm, das Seil nehmen wir noch. Zack. Falls das Boot wegtreibt, habe ich keine Wahl. Dann muss ich Nori nach Fanglari begleiten. In ihre Welt, meine ich. Na gut, Leute, ich mache eine kleine Pause. Schon wieder eine Viertelstunde wieder rum. Macht's gut, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Morgen, denn und so. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann, haut rein. Tschüss.